Hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 von den genial gefälschten Yu-Gi-Oh! Karten. Und Leute, heute gibt es mal richtig was zu sehen. Zum Beispiel die hier. Also ganz ehrlich, der genialste Erfinder von den gefälschten Karten ist dieser Drucker hier gewesen. Man sieht den Unterschied nicht. Ihr glaubt mir nicht? Okay, dann vergleicht mal hier mit diesen originalen Karten. Es sieht doch eigentlich genau gleich aus, ne? Wir haben hier genau den gleichen Rand natürlich. Wir haben hier das Hologrammlein natürlich. Ja, und ich würde sagen, Respekt, ne? Das leuchtet auch ein bisschen sogar schon. Ja, also die haben sich echt Mühe gemacht. Und legen wir los mit einem zweiten Platz, nämlich Wackling. Ja, auch ein sehr cooles Design. Man merkt sofort, dass es sich dabei um eine Originalkarte handeln muss. Und ich lese einfach mal spaßeshalber hier den Effekt durch. Wenn es 5 nach oben gemeine Monster unterhalb Niveaus 2 in eigenem Schlachtfeld gibt, kann ausstoßen, ausgenommen gemeine Monster unterhalb Niveaus 2 alle Karten zerstören werden. Ja, was will uns diese Karte wohl sagen? Man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber gut, darauf kommt es ja an. Der Kopierer von gefälschten Karten, der will ja auch, dass diese Karten in einem Deck gespielt werden können. Und das hat er wirklich prima hinbekommen. Also ich meine, es ist einfach nur faszinierend hier, dieser Text. Und naja, was soll man dazu sagen? Kommen wir jetzt zu einem meiner Favoriten. Auch eine zu 100% originale Yu-Gi-Oh! Karte. Da könnt ihr euch sicher sein. Wie eigentlich die ganze Zeit schon. Das ist der Blauaugen-Weißdrache. Weißdrache. Also ihr seht, es ist richtig gelungen. Man hat den richtigen Namen für die richtige Yu-Gi-Oh! Karte gestaltet. Hier hat sich der Schaffer dieser Karte, dieses Meisterwerks, wirklich sehr, sehr viel Mühe gebracht und genommen. Das finde ich echt faszinierend. Und das glitzert sogar. Also ein normaler und fortgeschrittener Yu-Gi-Oh! Spieler würde nicht erkennen, dass diese Karte original ist. Ganz ehrlich, der würde es nicht erkennen. Aber nun lesen wir mal hier den Text durch, ne? Das ist ja auch ganz lustig. Der Adarache im Allagende stolz sein auf seine sehr hohe Angriffskraft. Kann alle Gegner zerschlagen. Man kann nicht schätzen, wie sie sobortieren kann. Sobortieren. Wartet nochmal. Sobortieren kann. Das soll jetzt überhaupt keine Anspielung sein auf irgendeine bestimmte, ja, okay, lassen wir das dabei. Jedenfalls, der Macher von dieser Karte ist ebenfalls sehr schön und einfallsreich. Auch die Konsistenz hier, also wenn man mal sieht, zuerst wurde die Karte hier bedruckt und dann hat man hier eine Hülle drauf gemacht. Also das ist wahnsinnig interessant und diese Hülle war wahrscheinlich auch sehr wertvoll. Ja. Naja. Jetzt kommen wir aber auch noch zu einem noch besseren, wo man überhaupt nicht sehen kann. Und das ist mein absoluter Favorit. Und das war's auch dann wieder mit diesem genialst gefälschten Yu-Gi-Oh! Video. Nämlich die Krebsschildkröte. Wer hätte es gedacht, das hätte man auch sehen können, wenn man das Bild hier sieht. Ne? Ist ja vollkommen klar, dass es eine Krebsschildkröte ist. Und wie können wir die denn beschwören? Ganz einfach. Dieses Monster kann nur als Ritualbeschwörung beschworen werden, indem du die Ritualzauberkarte Schildkrötenschwur aktivierst. Biete zusätzlich ein oder mehrere Monster von deiner Hand oder deiner Seite des Spielfelds als Tribut an, die zusammen 8 oder mehr Sterne oder Stufen haben. Also auch hier wieder ein sehr gutes Meisterwerk, ne? Man hätte es fast geglaubt, wenn hier nicht dieser Rechtschreibfehler wäre. Aber okay. Schreibt mal in die Kommentare, welche Karte ihr davon am besten fandet. Mich würde es echt interessieren. Und bis zum nächsten Video, wenn es mal wieder heißt, die genialst gefälschten Yu-Gi-Oh! Karten, die es gibt. Tschüss!